guten Morgen wünsche ich euch. Immer noch mit meiner erkälteten Stimme. Oh ja! Zu einer weiteren Runde Jump'n'Run. Dies, das. Ich bin gerade so voll im Flow drin und deswegen spielen wir eine Runde Jump League. Okay. Hast du den Part? Ach, der geht noch. Sag ich jetzt und dann falle ich 20 Mal runter. Bestimmt ist es so. Aber ich finde, er geht tatsächlich noch. Aber er ist nicht so easy, wie das auf dem Schild angekündigt wird. Das stimmt tatsächlich. Der ist mehr so normalmäßig. Hier hoch. Oh, ist trotzdem alles möglich. Und ich hatte letztens bei einem gewissen YouTuber einen anderen Weg gesehen, hier durchzukommen. Oh, der ist wirklich einfacher. Ich hüpfe da immer außen rum und mache mir deswegen so Gedanken. Dabei ist es so einfach. Crap! Okay, wir haben schon mal ein Schwert, eine Hose, das ist gut. Warte, die Steinaxt ist besser. Wurde mir ja gesagt, die schlägt häufiger, auch wenn ich das nicht so ganz glauben kann. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Falls es doch so ist, dann haben wir es richtig gemacht, ja. So, hier rum. Ich shift hier schon gar nicht mehr. Ich bin so ein arrogantes Kerlchen beim Jump'n'Run geworden, ne? Es ist unglaublich. Ein Helmchen und ein paar Cookies. Cookies immer mitnehmen. Cookies können wichtig sein, ja. So, dann jumpen wir hier durch. Wir sind noch keinmal runtergefallen. Ich finde das gut. Hier wird es jetzt erstmal passieren, wette ich. Da hätten wir es schon. Ich weiß auch nicht, warum ich so kommentiere. Lasst mich. So. Okay. Gut. Dann hätte ich den Helm hier nicht mitnehmen müssen, aber vollkommen irrelevant. So. Und dann hier drauf. Oh. Jupp. Okay, auch noch geschafft. Seht ihr, der Part war wesentlich easier als der andere. Na gut, nicht wirklich. So, und hier drauf und hier drauf. Und was sind wir? Dritter. Oh Gott, da gibt es Leute, die sind richtig gut, glaube ich. Und die werden dann auch richtig gutes Equipment haben. Das gefällt mir nicht. Geil, ich bekomme auch richtig guten Stuff aus den Kisten. Merkt ihr das? Manche haben schon in der ersten Kiste eine komplette Goldrüstung. Ich habe einen Helm und ein paar Hosen. Naja, gut. So, warte. Oh nee, oh nee. Doch, warte, ich weiß jetzt, wie der Sprung geht, glaube ich. Ohne Sprinten. Weil sonst war das hier immer mein Final Part, da kam ich nicht weiter. Ich glaube, mittlerweile weiß ich, wie der Sprung funktioniert. Hoffen wir es einfach mal. So. Fall einfach davor runter. Mach's doch so, Johannes. Mach's doch so. Fall davor einfach runter. Okay, so, wir springen hier mal ein bisschen weiter, so, ne? Hier drauf, hier drauf, hier drauf, hier drauf. Und dann da drauf, und dann da drauf. Und jetzt an die Leiter. Oh, gut. So, hier. Jetzt einfach rüber gejumpt. So. Und jetzt. Ich fasse es nicht. Sonst habe ich das immer geschafft. Crap, ich bin voll aus der Übung nach dem Urlaub. Nein. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, tatsächlich. So, hier drauf, hier drauf. Das ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht, glaube ich, wirklich. So. Und dann. Zip. Der war besser. So. Was haben wir hier? Oh, ein Eisenhelm. Der ist bestimmt besser. So. Und ich meine mich zu erinnern, das hat jetzt einfach funktioniert durch... Ja, na! Ah! Ich krieg die Krätze. Durch einfach nicht sprinten. Okay. Die anderen schaffen das auch nicht so gut. Bis auf einer, der hat schon geschafft. Jetzt wäre es unser Ziel, das möglichst bald zu schaffen, weil wir haben nur noch 4 Minuten 43. Was zwar noch die Hälfte des Spiels ist, aber wenn ich da hinten so den Part sehe, dann hätte ich die gerne noch um ein paar Kisten zu bekommen, weil mein Equipment ist gelinde gesagt scheiße. Okay, gut. So, jetzt den Sprung. Oh, ich hab's. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Naja, gut. Soll mir recht sein, ne? Soll mir vollkommen recht sein. Oh, oh, Spiel, ich liebe dich. Das war schon mal echt gut. Und jetzt muss ich hier von da drauf. Okay. I understand it. Nee. Ey, echt nicht. Ich keine Lust drauf. Was ist das denn für ein Crap? Soll ich denn da springen? So? Oh, es hat geklappt. Ja gut. Jetzt falle ich wahrscheinlich runter, wusste ich. Weil der Sprung davor nicht ekelhaft genug war. Weil immerhin haben wir jetzt ein bisschen Equipment, um uns im Deathmatch behaupten zu können. Ich weiß nicht, was heute los mit mir ist. Ich verhaspel mich so oft. Oh. Ich glaube, ich sollte erst aufnehmen, wenn ich erst ein bisschen wacher bin. Das klingt nach einer Idee. Kleine Side-Story. Spielt jemand von euch Ark zufällig, ne? Ich habe da so eine Story für euch. Ihr kennt doch bestimmt den Berg im Nordosten. Ja, genau.
Da bin ich jetzt hingezogen. So, also als Nebeninformation, ich bin Level 35. Und ich habe so ein paar Dinos. Ganz okay so. Und Mammut Level 37 oder so. Das haut ganz gut rein. Aber hatte ich mich alles so voll safe gefühlt. Und dann bin ich endlich Level 35 geworden. Komm hier den Petranodon-Sattel machen. Konnte ich endlich fliegen, ne? War alles geil. Habe ich mich riesig gefreut. Auch, dass ich das Mammut getamed hatte, ne? Uah, das ist ein Scheißsprung. Ne? Also für die Leute, die nicht ARK spielen, ihr könnt jetzt wegschalten, aber ich wollte die Geschichte einfach mal erzählen, weil sie mich innerlich bewegt. Na, dachte ich, kann ich jetzt rumfliegen, ist ja alles cool. Kann ich auch meinen Adler, meinen Argentavis, kann ich auch mitnehmen als Transportmittel und dann kann ich hoch einfach auf den Berg fliegen und kurz ein bisschen Eisen farmen, ne? So dachte ich mir das. Bin aber erstmal nur mit meinem Petranodon losgeflogen, um zu gucken, wie lange seine Ausdauer hält, ne? Was sehe ich oben auf dem Berg? Weißt du, ich war da schon früher 1000 Mal drauf, ne? Nix passiert. Alles gut, Schlimmste war ein Kano, der mich angegriffen hat. Was sehe ich? Zwei T-Rexe, einer auch noch ein Albino-T-Rex, beide über Level 30. Ja gut, wenn man in irgendwelche anderen Videos guckt, dann blätten die zu dritt alle Level 40 mal so ein T-Rex Level 3 oder so. Und ich dachte mir nur so, scheiße, vor allen Dingen, ich habe halt so, da ist so eine Steilküste und ich habe direkt an die Steilküste gebaut. Und da drüber ist Wald und die sind da drüber in dem Wald. Und wenn die da runterfallen, dann sind die direkt auf meiner Butze. Das ist grausam. Gibt es hier irgendwie einen Trick, dass man da drauf springt? Stelle ich mir schwierig vor, aber könnte möglich sein. Ich glaube, ich habe es rausgefunden, wie es funktioniert. Ich glaube, ich habe es rausgefunden, du. Es klappt natürlich bestimmt auch, wenn man ganz knapp richtig abspringt. Aber I don't want to risk this. So, dann da. Ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Wusste ich wirklich. So hier, das geht ja jetzt mittlerweile flott. Da der Sprung ist auch nicht mehr so scheiße. Der hier geht ja noch, aber der da ist immer noch so ein bisschen tricky. Mhm. Man sieht warum. Ja, Johannes. Ja, ist in Ordnung. Oh, jetzt bin ich so im Mittelfeld und Jana werden so gute Six-Web haben. Och nee, Mama, ich möchte da nicht hin. Die werden mich töten. Und jetzt habe ich auch keinen Niklas an der Seite, der gut im PvP ist. Okay. Okay. Der Sprung ist schaffbar. Ich fass es nicht. Okay, ich zieh mich jetzt an. Das hatte ich schon. Das sind die wichtigsten Teile. Gut. Jetzt hier den Eisenhelm an, weil es bedrohlicher aussieht. So, einen Bogen haben wir ja auch. Das ist ganz geil. So, 10 Sekunden. La 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 la. War das nicht wunderschön? Okay. Oh, ich hasse diese Deathmatch Map. Der ist besser ausgerüstet als ich, den möchte ich nicht zuerst töten. Wisst ihr was, ich mache mal ein bisschen die feige Taktik. Wenn am Ende noch ein paar da sind, dann staube ich so ein bisschen ab. Ist ja erlaubt, ist ja nichts gegen anzuwenden, meiner Ansicht nach. Aber dann kommt so ein Bastard von hinten und denkt, er hat im Jump'n'Run nichts geschafft und könnte mich hier klatschen. Hau, beinahe gemacht! Nicht gut. Definitiv nicht gut. Na du. Ich habe ein bisschen weniger Leben, aber ich hatte den ersten Hit. So, haben wir das schon mal. Vielleicht sollte ich mir die Suppen mitnehmen. Der hat gutes Equip. Das Brot wäre geiler gewesen. Scheiße, ich Idiot. Ist irgendjemand hinter mir? Hat er mich gesehen? Oh, er hat mich gesehen. Dachte, er hätte mich nicht gesehen. Wäre ganz cool gewesen. Hoch. Okay, ich bin wieder voll. Jetzt das anziehen. Okay, es wird. Es wird langsam. So, jetzt betteln die sich da unten. Das ist gut. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Nice. Okay, haben wir das auch schon mal wieder gemaked. Sehr schön. Gibt noch ein paar mit 3 Leben, also noch einen neben mir. Puh. Ich weiß, meine Taktik ist so hinterhältig und mies, aber ich finde sie gut.
Das ist der Typ von eben. Und wir sagen ihm mal Hallo. Jetzt kommt der Bogen, Bro. Warum hast du nicht deine Chance genutzt und von unten angegriffen? Idiot. Er wird's machen. Ja, hat er. War er denn nicht mehr viel, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ihn halt so richtig schlecht gehittet. War mein Fehler. Okay, aber es gibt immer noch einen mit 3 Leben. Ist also bestimmt so einer, der das Drumrun nie geschafft hat und sich irgendwo in der Ecke versteckt. Da bist du, Wichser. Oh, du bist gut. Du bist verdammt gut. Warum sind die alle so gut, Mama? So, komm jetzt aber. Ja, hab halt die Range des Todes. Sei Dank. Wenigstens einmal habe ich ihn noch gekriegt. Puh. Apü. Jetzt lebt noch der Texturen Gaming LP. Ne, der Texturen Crafter LP. Dieser Typ mit 3 Leben, der sich irgendwo versteckt. Miese. Miese Prise. Okay, da hinten ist irgendwo der nächste. Da unten. Na, Schnuggelchen. Hä, wo ist er hin? Aha. Oh, crap. Nicht gut. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Kann ich Spectator? Spectator Player. Das ist dieser Wichser, der sich die ganze Zeit versteckt hat. Ich fasse es nicht. Dein Huso. Jetzt möchte ich mir gerne nochmal den anderen angucken. Den Texturencrafter. Oh ja, der ist aber gut ausgerüstet. Naja, egal. Hätte ich sowieso keine Chance gehabt. Okay, ich hoffe natürlich, die Runde hat euch gefallen. Ich fand sie ganz lustig. War jetzt nicht so die Pro-Runde, aber wir haben immer ein bisschen abgeräumt im Deathmatch. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr gerne verbessert sehen wollt. Und ja, könnt auch auf meinem Kanal vorbeischauen für mehr tägliche Videos. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein.